Wenn wir überleben wollen, muss Europa eins werden, braucht es auch eine Währung. Herr Schaubrach, waren Sie schon mal hier? Ich war auch noch nie hier. Das ist ganz schön, aber. Gut, endet auf 77. So, was macht ihr denn? Gut. Der Diskontsatz der Deutschen Bundesbank wird mit Wirkung vom 19. April 1996 von 3% auf 2,5% herabgesetzt. Zweitens, der Lombardsatz der Deutschen Bundesbank wird mit Wirkung vom gleichen Tage von 5 auf 4,5% gesenkt. Unsere heutige Diskont- und Lombardsatzsenkung ist ein Signal für die in den nächsten Monaten mögliche weitere Entwicklung. Wir haben mit der Diskontsenkung Spielräume geschaffen, die wir nutzen können, wenn die Voraussetzungen deutlicher hervortreten und wenn wir mehr Klarheit haben, auch im Bereich des Geldmarktzinssatzes. Des Weiteren haben Sie uns vorgeworfen, zur einen Seite, und eine Frage darauf habe ich unter der Essing nochmal hingelegt. I think the Bundesbank rate cuts were primarily motivated by their concerns about the performance of the real economy. The inflation rate is below the target, below 2%. Money supply growth is rather strong, but against that stood the weakness of the real economy, and the Bundesbank tried to help economic growth by cutting interest rates. Ja,